Zur 37. Folge von Elisheba TV gibt es heute für alle weiblichen Zuschauerinnen eine Verlosung. Nämlich dieses schicke Schminketui hier. Wie es das zu gewinnen gibt, das erzähle ich am Schluss des Videos. Heute zeige ich Ihnen ein Make-up-Tutorial mit den Bioprodukten von Couleur Caramel. Ich wurde nämlich kürzlich für einen Model-Job im Vital Hotel Bad Sachsa von der Wellness-Managerin Cornelia Brandt geschminkt und kannte diese Produkte vorher noch nicht. Und als sie mich dann so gestylt hat, habe ich mir gedacht, Mensch, was sehen die alle total schön aus. Ja, und dann noch Bio. Und ich denke mir, gerade dann, wenn eine Frau sich täglich schminkt, dann ist es sehr wichtig, dass die Inhaltsstoffe pflegend und natürlichen Ursprungs sind. Als Botschafterin von Fairtrade Cotton finde ich es toll, dass die natürlichen Inhaltsstoffe überwiegend aus biologischem Anbau und fairem Handel stammen. So, und jetzt geht's zur Praxis. So ist mein heutiges Nature Make-up entstanden. Die Basis wird wie eine Creme auf das komplette Gesicht aufgetragen und verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Außerdem schützt sie die Haut vor freien Radikalen und schenkt Feuchtigkeit. Toll ist auch die umweltfreundliche Verpackung, die man immer wieder neu befüllen kann. Der Make-up-Stift wird in Strichen auf Stirn, Nase, Wangen und Kinn aufgetragen und anschließend ganz einfach nach außen hin ausgeblendet. Er macht die Haut zart und besitzt schützende Eigenschaften. Der Concealer kann mit einem Pinsel oder den Händen aufgetragen werden. Er kaschiert Augenschatten oder kleine Schönheitsfehler und kann zur Modellierung des Gesichts verwendet werden. Der Puder wird zur Fixierung des Make-ups aufgetragen. Hierzu kann ein Puderpinsel verwendet werden. Mit etwas Glück können Sie diesen gewinnen. In diesem Look sind zum ersten Mal Kajalstifte mit Glitterpartikeln enthalten, welche die Augen strahlen lassen. Umranden Sie den Wimpernkranz damit oben und unten. Ihre Augen werden richtig schön leuchten. Alle Lidschatten von Couleur Caramel sind mikronisiert. Das heißt, sie sind neunfach kleiner als herkömmliche Lidschatten. Dadurch wird eine hohe Farbintensität, lange Haltbarkeit und leichte Anwendung gewährleistet. Tupfen Sie die hellere Farbe Pearly Amber auf das bewegliche Lid. Mit dem rostfarbenen Lidschatten wird der äußere Augenwinkel in Form eines gekippten V betont. Der Mascara enthält viele wertvolle Öle, die die Wimpern pflegen und vorm Abbrechen schützen. Wichtig ist, dass man die Wimperntusche kurz antrocknen lässt. Der Puder kann als Rouge eingesetzt werden, aber auch zur Modellierung des Gesichts. Kakao schützt und befeuchtet die Haut. Der Balsam pflegt die Lippen, schenkt ihnen Volumen und macht sie seidig zart. Die Lippen werden durchfeuchtet und wirken schön prall. So, jetzt geht's zur Verlosung. Wie zu Beginn gesagt, gibt es dieses schicke Etui für Sie zu gewinnen. Ich habe das Team von Couleur Caramel einfach mal angerufen und gefragt, ob das nicht möglich ist, dass sie so ein Gewinnspiel für meine Zuschauer machen. Das Feedback ist total positiv gewesen. Allerdings wird aus organisatorischen Gründen das Gewinnspiel auf deren Facebook-Fanseite veranstaltet. Den Link davon blende ich jetzt für Sie ein und dann brauchen Sie einfach nur auf Gefällt mir zu klicken. Alles andere wird da ganz easy erklärt. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Bye, bye.